Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Ja, das letzte Mal, das ich jetzt aufgenommen habe, ist ja auch wieder eine Weile her. Liegt daran, dass ich momentan ein bisschen privat beschäftigt war. Ja, aber jetzt werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit für YouTube haben und euch auch mit neuen Folgen von Landwirtschaftssimulator 15 und Euro Truck Simulator 2 und ja, auf jeden Fall noch Flughafenfeuerwehrsimulator, das auf jeden Fall noch weiter treiben. Und ja, würde man sagen, wir fangen einfach mal an, irgendwas zu tun, irgendwas zu schaffen. Der hier pflanzt ein, das sieht man ganz deutlich. Was der hier macht, weiß ich nicht. Der könnte weitermachen. Ja, der hier steht auch vollkommen umsonst, weil hier nichts ist. Der hier auch. Aber der hier, der ist auch am Schaffen. Das ist sehr schön. So, wenn jetzt alle Traktors am Schaffen sind. Hey, Moment, 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 Moment. Da ist der Hänger. Und wo zum Teufel ist denn der Traktor? Ah, das ist glaube ich der gewesen, kann das sein? Ja, das kann sogar glaube ich sehr gut sein. Ich weiß nur nicht noch mal ganz genau, wo wir hin wollten. Wir sind gerade am Shop. Ja, am Shop. Und wir müssen wieder zu unserem Hause. Also geradeaus, rechts runter. Okay, passt. So, und davon sehen wir auch unsere Traktors und dass unser Zeug schon anfängt langsam zu wachsen. Ja, unser Zeug wächst schon, aber die sind noch nicht mal zur Hälfte fertig mit dem Feld. Das ist auch ziemlich witzig. So, auf jeden Fall holen wir jetzt mal hier unseren Hänger ab. Jetzt fahren wir mal hier zu unserem Dreschmäher, Mähdrescher, und holen mal das Zeug da aus dem raus, aus der Kalle. Okay, die Kalle ist leer. So, und wenn der jetzt leer ist, dann bringen wir das jetzt erstmal zu unserem Silo.
Weil noch habe ich die Preise ja in den Kopf. So, schauen wir mal nach den Preisen, was die gerade bringen. So. Wir haben gerade Weizen. Weizen ist gleich geblieben. Das ist doof. Weizen ist gleich geblieben. Wir pflanzen gerade aber Gerste. Das ist super gut, weil Gerste gerade preislich steigt. Und zwar gut steigt. So, am Bauernhof bekommen wir dafür 607 Euro pro Tonne. Im Depot 550 pro Tonne, im Dinner 590, 526, 584. Das heißt, beim Bahnhof bekommen wir für Weizen das meiste Geld. Gut, dann bringen wir mal ein bisschen Weizen zum Bahnhof. Ja, ich bin ein bisschen weit weg. Ein bisschen zu nah dran an den Silos, aber zu weit weg von diesem Röhrle, wo es rauskommt. So, jetzt. Weizen. So, jetzt müssen wir nur noch schön gucken, wo der Bahnhof ist. Der Bahnhof ist rechts hoch, rechts links am Shop vorbei und dann nach dem Shop rechts. Okay, gucken wir mal, ob wir es finden. Ja, man merkt, die Pferde, die bringen gar nichts. Der kommt dann nicht hoch. Der kommt dann nicht hoch. Gerade noch so mit 7 km/h. Aber gerade noch so. Ich verstehe auch überhaupt nicht, was eigentlich so viele Autos auf dem Feldweg machen. Also, Leute, aber, ja, das ist Straße, aber was macht ihr auf dem Feldweg? Leute, das ist nichts für euch. So, am Shop vorbei. Vorbei. Jetzt hier rechts. Das muss jetzt, glaube ich, der Bahnhof sein, wenn ich mich nicht täusche. Nein, ich täusche mich ganz und gar nicht. So, jetzt muss ich nur gucken, wo man das Zeug da ausleert. Ah, da sieht es doch ganz gut aus. So, und da vorne ist jetzt ein Geldschein und es reizt mich dann jetzt doch ein bisschen, was man da machen kann. Aber erstmal schaue ich, was man hier eigentlich so machen kann an dieser Telefonzelle. Helpline. Ah, okay. Das wusste ich jetzt überhaupt nicht. Witzig. Okay, aber wie gesagt,
eher Geldschein interessiert mich gerade ziemlich arg, ist ja überhaupt nicht möglich. So, der Geldschein scheint da drin zu sein. Auch wenn ich immer noch nicht ganz genau weiß, was der macht. Da ist der Geldschein. Finanzen? Ach so, ist es. Wir haben einen Darlehen noch. Oder wie haben wir was? Ja, wir haben einen Kredit aufgenommen. Ganz am Anfang, stimmt. Ja, wir haben jetzt 23.000 Euro. Und wir haben noch 76.000 Euro Schulden. Ja, gut. Jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Schulden. Okay, was die 76 da bedeutet, weiß ich gerade echt nicht. Ah, wir haben insgesamt 18.000, Kontostand. Und wir haben dann einen Kredit von minus 95.000 aufgenommen. Das ist dann unser Gesamtkapital im Prinzip. Aber den kann man ja abzahlen, das ist super gut. Jetzt wird nämlich der Kredit immer weniger. Aber dafür auch unser Kontostand. Aber ich glaube, wir erhöhen unseren Kredit mal wieder ein bisschen mehr. So auf, sagen wir mal, 100.000 ungefähr. So, jetzt haben wir einen Kredit von 180.000. Das ist auch ganz gut so. Ich kann euch auch gleich zeigen, wieso, Leute. Da müsste ich erstmal wissen, wo wir sind. Auch wenn ich jetzt eigentlich dringend wieder zu unserem Mähdrescher fahren sollte, weil der wahrscheinlich schon längst wieder voll ist. Aber erstmal schaue ich, was man denn hier Schönes kaufen kann. So. Wir brauchen. Was brauchen wir denn? Ja, ich weiß es gerade selber nicht. Genau, wir brauchen einen Pflug, weil wir gruben ja im Moment bloß. Das heißt, wir brauchen einen Pflug. Weil erst wird gepflügt und dann wird gegrubt. Nein, andersrum. Erst wird gegrubt und dann wird gepflügt. Ich bin doof. Naja, gut. Aber trotzdem, wie gesagt, wir brauchen einen Pflug. Es steht nämlich, sie besitzen null. Also wir besitzen keinen einzigen Pflug. Und weil wir nicht gleich mit 2 Metern anfangen wollen, kaufen wir gleich einen mit 4 Meter. 4,5 Metern. Der kostet halt auch umso mehr, aber er pflügt halt auch umso mehr. Und dann kann man sich natürlich noch steigern. Das war jetzt doof. Ach so, es gibt nur die 4. Okay. Okay, passt. Den da. Den kaufen wir jetzt.
So. Haben wir jetzt gekauft. Können ihn aber noch nicht abholen, weil wir den Hänger dran haben. Doof, ne? Egal. Dann holen wir den nachher ab. Jetzt gehen wir erstmal schnell zu unserem Mähdrescher.